Hallo ihr Lieben, schaut mal, was es bei mir heute gibt. Es gibt Omas Buletten. Genau wie Oma sie macht, kochen wir sie heute mal nach oder versuchen es zumindest. Ja, viel Spaß beim Rezept und einen guten Appetit. Alles, was wir für unsere Buletten oder für Omas Klopse brauchen, sind 500 Gramm Hackfleisch gemischt. Das habe ich hier schon mit so einer Gabel klein gemacht, also so ein bisschen angequetscht. Dann werde ich darauf Zwiebeln machen. Das ist eine Zwiebel, die habe ich ganz klein fein geschnitten. Die kommt hier jetzt drauf. Und dann werde ich als erstes die Zwiebel so ein bisschen hier reinquetschen, damit die so ein bisschen mehr Saft abgibt. Einfach mit den Händen rein. Ich mag das gar nicht so mit Handschuhen. Dann haben wir hier ein Ei, das geht auch rein. Dann werde ich ein bisschen pfeffern. So, das ist ungefähr so ein halber Esslöffel, halber Teelöffel. Und dann ein bisschen Salz. Da muss ich auch mal erstmal gucken. Ich fange erstmal ein bisschen sparsamer an. So, das ist jetzt erstmal so ein, ja, so ein guter halber Teelöffel. Und jetzt kommt noch Knobi. Und das ist Knoblauchpulver. Ihr könnt natürlich auch selbstverständlich frischen nehmen. Und da mache ich auch so eine gute Brise. Ich würde jetzt mal sagen, so ein Viertel Teelöffel. So, das knete ich jetzt erstmal so ein bisschen durch. Das habe ich jetzt hier ein bisschen durchgeknetet und jetzt kommt noch etwas Paniermehl ran. Ihr könnt auch ein Brötchen nehmen, altes Brötchen und in Wasser einweichen oder altes Brot. Und ich nehme jetzt aber hier so ein bisschen Paniermehl und das ist jetzt, sag ich mal, ein guter Esslöffel. So, ich nehme nicht alles. Perfekt. Und dann mischen wir das jetzt noch weiter schön durch. Und es ist wichtig, dass ihr das gut knetet, also so bestimmt 5 Minütchen gut durchkneten, dass alles gut vermischt ist. Und natürlich könnt ihr noch Gewürze eurer Wahl ran machen oder Geschmack eurer Wahl. Aber ich mache ja heute Omas Buletten, deswegen gibt es Karo einfach. So, jetzt würzt Oma das immer noch so ein bisschen nach, das heißt, ich mache jetzt noch so eine Prise Pfeffer nach und auch noch das restliche Salz. Also ich habe jetzt so ungefähr einen Teelöffel Salz, einen halben Teelöffel Pfeffer, würde ich sagen, verwendet. Ihr könnt natürlich auch das Gehackte probieren, wenn ihr das möchtet. Ich bin da nicht so ein Fan von. Ich mache meistens einmal so, leck kurz mal den Finger ab, damit ich schaue, ob genügend Salz dran ist. So, jetzt forme ich hier die Buletten draus. Ungefähr so, würde ich sagen, wie so ein, ja, so ein Golfball, würde ich sagen. So, schaut mal. 8 schöne Klopse habe ich daraus bekommen. Und die dürfen jetzt warten, bis sie gebraten werden. Jetzt geht's ans Braten. In der Pfanne habe ich schon mal Fett schmelzen lassen und ich habe mir groß ins Kochbuch geschrieben, Oma brät mit Sonja, das macht sie immer, eigentlich seit ich denken kann, brät sie mit diesem Fett und deswegen, weil es heute Omas Klopse sind, habe ich natürlich auch Sonja mitgebracht. Werde ich jetzt schön von jeder Seite anbraten und schauen wir mal, wie lange die brauchen, bestimmt so. Ja, mindestens 5 Minütchen von jeder Seite. Ich wende sie jetzt schon mal so ungefähr nach 4 Minuten. Ich zeige euch dabei, was es heute noch gibt. Kartoffeln. Und Mischgemüse. So ein ganz klassisches Essen hier heute. Ich rutsche jetzt bestimmt schon 10 Minuten. Ich habe jetzt hier schon mal zwischendrin immer mal wieder gewendet und ich drücke hier ab und an mal so drauf, damit man sieht,
bisschen fester werden. Der hier ist noch nicht gut. Und bei den anderen könnte man gleich mal versuchen. So, jetzt wollen wir mal gucken, ob das gut ist. Das schneiden wir auf. So, meine Lieben, unsere Buletten sind fertig, sind super geworden, schmecken auch gut von der Würze her. Also, ich hoffe, ihr kocht's mal nach, Omas Klopse. Und vielen Dank fürs Zuschauen und guten Appetit.